5 Platzierten. David Schlichting Dragutin gegen requires Dragutin Horvat. 61. Und wir schauen jetzt erstmal auf die 61 Punkte für Herkules. Da bleiben noch 43 stehen. Wie geht das an? 11 für Doppel 16, 3 für Tops, 3 für die Doppel 20. Game shot und in Dragutin the first Horvat sofort da, sofort second mit dem Break. Dragutin to throw first. 1:0 Führung. Nochmal gegen ihn spielen. Dadurch, dass er von der Verliererseite kam, musste er zweimal gewinnen, hat das auch zweimal dann getan. Und seitdem kenne ich ihn da und weiß auch, was er für einen Dart spielt. Währenddessen hat so 14 Darts. Ich muss mich übrigens nochmal korrigieren, nachdem ich gestern gesagt habe, dass Bratzo so zweimal den Iserloh Cup gewonnen hat. Das war der Stadt-Ilm Cup. ich habe doch gleich gespürt, da kann irgendwas nicht stimmen, ja. Aber ich wollte nichts sagen. Zum Rest. David, you require 16. Ja, okay, glaub, der war jetzt wirklich ein Game bisschen eigen, der rechte Weg, aber es spielt auch keine Rolle mehr, denn David Schlichting ist mit dem 19. Dart zur Stelle, verkürzt auf 2:1, holt sich sein erstes Leck dieser Partie, man sich hier richtig strecken muss im Verlauf des Tages. Der Average bei Schlichting deutlich unter dem, was Horvat aktuell anbietet. Jetzt kommen wieder gute Darts von wieder 180, einen sehr guten Moment für David. Wieder, dass er hier die große 11 verpasst, 40. Auf Risiko gegangen, in Richtung Triple 11 gespielt und beraubt sich hier selbst einer Chance. Aber die beiden Darts von Dragutin Horvat sind weit, weit drüber, aber er kann das korrigieren. Fifth leg is David to throw das first. Ist so ein typischer Bratzo. David, you require 52. Geht hier 20 für 16. Game shot in the fourth leg. Und David sofort Schlichting. Wieder da. Fifth leg. Dragutin to throw first. Game 2 on. 2:3 von Kai Gotthard. Ein klasse Start für Lukas Wenig, der damit René Adams den zweiten Platz in der Gruppe A wieder abluchst. 177. Mit 6 Punkten aus 8 Partien. 40 Dragutin Punkte, wobei ich glaube auch 3 ihm reichen. Bratzo, Doppel 10. Mit dem letzten. Ja, Game shot ist in the sixth leg, Dragutin Horvat. 4:2 Führung für ihn. David to throw das first. Break Game bestätigt. On. Ja, nee. Noch darf weiter geträumt werden für David Schlichting. Aber auch die 25 Punkte, das ist nicht selbstverständlich. Eigentlich sehr, sehr gut unterwegs Game auf die Doppel. Und das ist wirklich David Schlichting. Sehr, sehr eindrücklich, wie David Schlichting auch immer wieder Game diese on. Finishes aufräumt von 25 Punkten. Der erste Dart sehr souverän und sofort mit dem zweiten dann checken, auch dem Gegner Sicherheit demonstrieren. Absolut, aber Bratzo hier jetzt mit 0:80 zum Start, ich dachte, ich kann gut möglich sein. Da sehen wir wieder, dass jedes Feld wichtig ist, jedes einzelne Feld, auch die Singlezahlen. Weil jetzt hat Bratzo 3 Darts, den kann er gut nutzen. Game shot in the 8th tut jetzt auch. 5:3 Führung für Bratzo ist zwar nur Game ein Break, aber trotzdem muss auch Schlichting erstmal gegen so einen aufspielenden Bratzo seinen Leck halten. Druck massiv auf den Schultern 80. von Schlichting. Die 88 Punkte müssen weg. Ansonsten lege ich mich fest, wird Horvat das jetzt gleich entscheiden. 18 für Bullseye, Triple 18 für Doppel 7. Geht auf Nummer sicher. Bullseye. 49. Nee. Und ich glaube, das war's jetzt. 3 Matchdarts für Dragutin Horvat. Und er braucht nur einen mit dem 13 Darter über die Ziellinie. 6:3 Erfolg für Dragutin Horvat. Und er schiebt sich damit in der Gruppe B vorbei an David Schlichting auf den